Hallo, herzlich willkommen zu meiner Episode 4 in meinem Terraria-Let's Play. Ich muss gerade mal schauen, das passt. Ich gehe mal wieder nach unten. Na? Selbst angebuttert, wenn ich mich recht entsinne, im letzten. Und ich würde mich auch gleich mal wieder hier einbuddeln, dann stören mich die Zombies nicht so. So, da haben wir das weg. Und wir kümmern uns hier mal um den Abbau von Lehm. Können wir gut gebrauchen. Wie immer. Ressourcen sammeln, das A und O im Spiel. Na. Ich brauche dringend echt mal ein besseres Werkzeug. Na. Da haben wir schon den Grund, warum es gut war, dass wir uns eingegraben haben. Ich mache mal wieder ein bisschen Licht. Irgendwie habe ich mir für dieses Let's Play jetzt tatsächlich nicht wirklich was vorgenommen in Terraria. Also das heißt, so Dinge, die ich tatsächlich manchmal mache, ist, dass ich mir bestimmte Dinge vornehme. Zum Beispiel in einer bestimmten Zeit die Wall of Flesh zu töten oder ähnliches. Pantera, was auch immer. Da haben wir jede Menge Zombies und es ist gut, dass wir uns eingebuddelt haben. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier weiter buddeln, um mir den Lehm zu holen, den ich dringend brauche. Und damit vielleicht eine schöne Hütte zu bauen, mal zur Abwechslung. Aus Lehmziegeln. Irgendwie habe ich den Eindruck, es ist irgendwie lauter als sonst. So, das machen wir ein bisschen leiser, das ist ja furchtbar. So. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das beim letzten Mal irgendwie lauter gestellt habe, aber so ist es für mich zumindest am Ohr angenehmer. Und ich meine, so putzig die Musik ja bei Terraria auch ist, sie ist jetzt aber auch nicht überwältigend. Masterpiece of Sound. Also da habe ich schon bessere Sounds gehört in Spielen. Aber es ist ganz nett und passt zum Spiel, von daher möchte ich mich jetzt auch nicht wirklich übermäßig darüber beschweren oder aufregen, weil sie ist ja echt ganz nett. Das war die falsche Taste, Mist. Einen Heiltrank wollte ich eigentlich nicht trinken, aber gut, jetzt ist er weg. Jede Menge Lehm, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wie schon gesagt, irgendwie hätte ich so den Gedanken gehabt, dass ich mir eine Lehmhütte baue, also aus Lehmziegeln. Das könnte ich dann nachher vielleicht, wenn die Nacht vorbei ist, auch anleiern. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich genug Lehm habe, aber das werden wir dann sehen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich schon ein bisschen Lehm oben habe, auch Lehmziegel vor allem. Von daher ist das unter Umständen eine Sache, die machbar ist. Ja, also ich hatte es, ich glaube, in der letzten Folge schon mal erzählt, ich bin tatsächlich durchaus ein Freund von schönen Gebäuden bei Terraria, die man ja wirklich bauen kann, auch ein bisschen mit, ich sag mal, mit Stil und nicht nur einfach praktisch.
Ich bin nun definitiv kein Meister, also da habe ich tatsächlich in den Terraria-Foren, wer sich die Mühe mal machen will, da reinzuschauen, da gibt es wirklich Leute, die echt wahnsinnig geile Ideen haben und die auch tatsächlich umgesetzt haben. Also da würde ich mich nicht dazu zählen, da bin ich weit weg von. Nichtsdestotrotz finde ich es eigentlich angenehm, wenn das auch ein bisschen hübsch ist. Und da es ja zweidimensional ist, man kann ein bisschen Dreidimensionalität reinbringen, allein durch, indem man bestimmte Fluchten baut oder so. Also es sieht dann vielleicht dreidimensional aus. Ich meine, das kennt man vielleicht aus dem Zeichenunterricht. Da hat man das vielleicht auch schon mal gemacht. Linien nach hinten sehen eben dann gleich ein bisschen dreidimensional aus. Also wie man zum Beispiel einen Würfel zeichnet. Das könnte sich der ein oder andere vielleicht noch entsinnen. Lehm können wir sehr gut gebrauchen, um dieses Lehmgebäude herzustellen. Und ich werde dann versuchen, mal was Nettes zu bauen. Mal gucken, was es wird. Das weiß ich jetzt noch nicht. Stein schadet auch nicht. Irgendwie höre ich irgendwas im Wasser. Nachmachen. Ich hatte es ja auch schon in einem vorherigen Episode erzählt. Normalerweise benutze ich nicht so viele Fackeln. Ich mache das jetzt tatsächlich nur, damit ihr ein bisschen was seht. Ich könnte es auch einfach heller stellen, aber das finde ich dann auch wieder stimmungsmäßig eher ein bisschen blöd. Weswegen ich dazu tendiere, da einfach ein paar Fackeln hinzubauen. Und sie kosten ja jetzt auch nicht wirklich die Welt. Also das heißt, Fackeln sind nun definitiv kein Problem im Spiel. Die kriegt man relativ flott zusammen, einfach weil Schleime regelmäßig auftauchen. Das heißt, man braucht ja den Klipper und auf der anderen Seite Holz, dass man einfach das nachwächst, wenn man das natürlich anpflanzt. Das ist etwas, was ich auch noch nicht getan habe. Das werde ich demnächst auch noch tun. Und vielleicht euch auch mal so das eine oder andere zu zeigen, wie man tatsächlich sich eine Holzfarm zum Beispiel anlegen kann und so weiter. Vielleicht mache ich das sogar zuerst, das wäre gar nicht so unpraktisch. Wobei, da schadet es mir nicht. So, ich brauche nochmal Licht. Zap. Da ist noch mehr Lehm, den holen wir uns auch noch. Ne, ich werde erst das schöne Gebäude bauen, glaube ich. Wenn mir der Lehm reicht. Und wir haben natürlich, ich habe ja eine, ich glaube, riesiges heißt die größte Variante, also die größtmögliche Variante eingestellt. Ich meine, es ist riesig. Und das heißt also, wir haben auch Platz. Wir können also auch tatsächlich, wir müssen nicht sparsam sein mit dem Platz. Sowieso werde ich auch früher oder später noch unterirdische Gebäude bauen. Also auch da kommt natürlich noch was auf uns zu, das sei hiermit versprochen. So. Also Lehm haben wir wirklich eine Menge. Schabupp. So. Bauen wir hier noch ein bisschen weiter. Gucken wir mal, was da noch so alles ist. Ob wir vielleicht noch ein paar Metalle finden, das fände ich jetzt nicht so schlecht. Also ein bisschen weg von dem Kupferzeug kommen. So, die Nacht ist rum. Eigentlich müssten die Zombies jetzt verschwinden. Tun sie aber nicht. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Wir nehmen einfach unseren Rückruftrank und sind oben. So, jetzt erstmal schauen, wie viel Leben wir noch haben. Das war die falsche Truhe. Wir hatten ja schon mal sortiert. Müsste diese hier sein. Jawohl, da haben wir noch ein bisschen Lehm. Wir haben auch ein paar Ziegel. Das wird nicht wirklich reichen, wenn ich das so sehe. Halt, der falsche Stapel. Wo ist er denn hier? Ist er?
Das wird nicht wirklich reichen, aber wir machen einmal ein paar Ziegel fertig. Rechte Maustaste gedrückt halten und das geht dann im Schnellverfahren. Das reicht definitiv nicht. Das kann ich jetzt schon vorhersagen. Ja, nichtsdestotrotz, anfangen muss man. So, den machen wir mal weg. Das heißt, wir müssen uns erstmal einen Bauplatz suchen und ich würde sagen, hier drüben ist nicht so viel, was man gerade machen muss. Ich muss bloß hier die Wälder ein bisschen klein hacken. Also die paar Bäume wegmachen. Und dann hier noch ein bisschen gerade. Bin mir noch gar nicht sicher, was ich bauen soll. Also es gibt natürlich die verschiedensten Möglichkeiten von einem kleinen Häuschen über verschiedenste Formen. Also einfach tatsächlich nur diese Viereckform, wie wir sie vorne haben. Also sprich wie das hier. Jetzt links am Rand kommend. Immerhin ist ja ein Kamin drauf. Ne? Das ist natürlich die einfache Form und die ist einfach praktisch, das muss man ja ganz ohne jeden Zweifel sagen. Funktioniert auch, also da gibt es auch gar kein Thema mit. Reicht auch völlig aus für das normale Spielen. Aber wie ich es auch schon sagte, ich habe es halt einfach gerne ein bisschen hübscher. So, mein Bugnet. Ich setze es gleich mal ein, beim letzten Mal gekauft. Zack, da haben wir zwei Würmer. Wo sind sie denn? Hier sind sie. Die kann man auch fangen. Und ein Eichhörnchen. So, ich würde sagen, wir machen es nur ein bisschen größer. Ich habe dummerweise noch keinen Hammer für die Rückwand. Warum eigentlich nicht? Naja, das heißt, ich müsste mal gucken, das müsste ich doch eigentlich bauen können. Aus Kupfer vermute ich. Kupfer hatte ich doch auch. Jawohl, das könnte reichen. Holz habe ich noch. Müsste doch eigentlich reichen, für einen Hammer zu bauen. Da haben wir ihn. Jo. Da haben wir ihn. So. Also Hammer braucht man, um Rückwände abzumachen. Das, was wir hier hinten sehen. So, ich würde sagen, wir bauen, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir bauen das noch eine Etage tiefer oder auch zwei. Aber ein bisschen mehr Platz. Ich habe nämlich gerade so eine Idee. Wir könnten diesen See hier drüben ausnutzen und so eine kleine Angelstelle da unten dran bauen. Mit Holz. Also angeln kann man ja im Spiel. Ich glaube, erst wenn man den Angler gefunden hat, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, doch ich glaube, erst wenn man den Angler gefunden hat, kann man angeln. Ich glaube, vorher hat man gar keine Möglichkeit dazu. Weiß ich jetzt aber tatsächlich nicht auswendig. Falls das jemand von euch weiß, schreibt es in die Kommentare. Ich bin mir nicht sicher, ob man es vorher machen kann. Aber die Idee hier, sozusagen eine Anhütte zu bauen, die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, dann brauchen wir unseren Hammer. So, der kleine da vorne stört mich auch noch. Und dann brauchen wir die hier. Den Hasen. Ups. Ah, ich habe sie eins verschoben. Gott, hätte ich den fast getötet. Meine Güte. Und jetzt
würde meine Idee dahin gehen, dass ich die Angelstelle hier unten hin mache. Jetzt kommt dieser Schleim mir in den Weg. Habe ich denn noch Pfeile? Jawohl. Und der kommt natürlich nicht raus. So, da haben wir den beseitigt. Oh, nebenbei finden wir hier, wenn ich das richtig sehe, Eisen. Hier machen wir vielleicht noch einen Keller hin, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Deswegen mache ich das hier auf jeden Fall mal weg. Und hier raus zu so, der Plan jetzt mal ganz kurz, da wo der Pilz ist ungefähr, da würde ich dann vielleicht so eine Holz... Konstruktion hinmachen als... Ups. Da ist der Hase reingehüpft. Als Steg. Als Angelsteg. Oh oh. Oh oh. Fuck. Ja, das finde ich eine gute Sache. Wenn wir das so tun. Dann machen wir hier oben noch eine Runde weg. Klar. So, dann brauchen wir hier diese... Na, oh, ich komme gar nicht ganz hoch. Ich bin mir noch nicht sicher, was für eine Rückwand ich mache, ob ich die auch wirklich aus... Kommt jetzt bestimmt hier runter? Nein, er schafft's. Also sie sind von Natur aus selbst im Expertenmodus nicht unbedingt angriffslustig, die Schleime, im Gegensatz zum Beispiel zu den Zombies, die natürlich dann gezielt einem hinterhergehen, sind die Schleime tatsächlich eher, ja, nicht so angriffslustig. Ja, das sieht doch schon ganz nett aus. Also, ich sehe da schon mehr als ihr, glaube ich, denn ich habe da schon jetzt tatsächlich eine klare Vorstellung, so einigermaßen, wie es aussehen könnte am Schluss. Mal schauen, was draus wird. Kommt der runter? Nein. Sehe ich gerade, hier ist noch ein Dreckblock übrig gewesen. Ja, die grünen Schleime sind natürlich anders als die blauen. So, die Idee ist jetzt erstmal hier eine Treppe zu bauen. Also ich entscheide mich für eine Treppe ganz bewusst, ne? Und nicht für Plattformen. Ich sehe schon, ich muss da also noch ein bisschen nacharbeiten. Denn sonst komme ich hier nicht hoch. Möchte aber das tatsächlich ansonsten so lassen. So, den fangen wir uns noch. Und den anderen Hasen fangen wir uns auch noch. Und den werden wir wohl töten müssen. Ja, so. Also, das funktioniert schon mal. Hier laufe ich runter.
Und jetzt gucken wir uns mal an, ob das mit einem einfachen Holzboden nicht wirklich selbst aussehen würde. Jawohl. So, da hätten wir hier unseren Angelsteak. Der muss natürlich noch abgestützt werden. Neps, so müssen wir jetzt wohl ins Wasser. Ich hätte auch Säulen nehmen können. Naja. Ja, jetzt habe ich mich selbst eingebuddelt. Das war natürlich ziemlich doof. Erstmal wieder Luft holen. So, dann brauchen wir das Holz. Wo haben wir es denn hier? Wir brauchen dringend Luft. Na? Was sag ich mal? Puh. So, der springt jetzt wahrscheinlich darüber. Oh, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wir müssen mal kurz hier rüber bauen. Das war hier. Warum habe ich jetzt ausgerechnet die Ziegelsteine? Na egal. So, da hätten wir das schon. So stelle ich mir das vor. Sehr hübsch. Der wird mich verfolgen. Bringt auch ein bisschen Geld. Ja, so sieht das doch schon mal ganz nett aus. Ihr könnt es euch vielleicht jetzt schon ein bisschen vorstellen. Jetzt würde ich sagen, bauen wir hier vorne noch so eine Art Terrasse. Andere Gerätschaften. Upsa. Und hier. Na. Ja. Ich hoffe, das passt einigermaßen. Das war jetzt zu weit. Na, ja, machen wir gleich. Hase, du bist im Weg. Dann wirst du halt gefangen. So, da komme ich jetzt nicht mehr ganz hoch, aber da werden wir uns einen Notbehelf schaffen. Schleim hier hoch, dann töten wir den auch noch gleich. Ja. Da ist kein... Ups. So. Leider wird es schon wieder dunkel, das heißt, wir werden uns gleich wieder in den Abgrund verschieben müssen, in den Untergrund. Ich sehe schon nichts mehr. Ja. Wir müssen leider zurück in den Untergrund, das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Aber ich habe... tatsächlich noch nicht die richtige Bewaffnung für Zombies. So, dann haben wir mal das Zeug weg. Machen wir noch das andere Zeug rein. Das ich jetzt nicht sortieren kann. Hupsa. Und dann gehen wir mal nach unten. Leider mussten wir schon wieder runter.
Also, ich habe jetzt mal angefangen mit der Hütte. Das ist noch lange nicht fertig. Klar soweit. Aber ihr könnt euch vielleicht schon ein bisschen vorstellen, wie es mal aussehen könnte. Na? Da ist der Kopf im Weg. So. Und wie wir festgestellt haben, wird der Lehm auf keinen Fall reichen. Das heißt, wir müssen sowieso noch Lehm abbauen. Bin mir noch nicht sicher, was ich als Rückwand mache von dem Lehmhaus, von dem Lehmziegelhaus. Holz fände ich ganz nett. Aber vielleicht auch was anderes. Da entscheide ich noch. Nichtsdestotrotz. Diese Terraria-Folge ist auch schon wieder rum, schon wieder 26 Minuten gespielt oder vielmehr aufgenommen, auch so lang gespielt. Würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, zum Beispiel, was ihr euch als Rückwand für das Ziegelhaus vorstellen könnt, ob ihr euch vielleicht schon vorstellen könnt, wie es aussehen wird. Wie schon gesagt, ist ja noch ganz am Anfang des Ding, ist ja nur ein Rohgerüst. Aber der Plan ist jetzt tatsächlich, eine Angelhütte zu bauen. Den Teich, der dort hinten ist, den will ich vielleicht noch ein bisschen mit Wasser später auffüllen. Das heißt, ich hole mir von irgendwo anders Wasser mit Eimern. Vielleicht habe ich da noch irgendwann mal einen endlosen Wassereimer, aber das dauert ein Weilchen. Ich überlege gerade, wo man die herkriegt. Von wem kriegt man denn den endlosen Wassereimer? Von Pantera? Ich weiß es nicht mehr. Nichtsdestotrotz kann man das ja auch mit Normalwasser auffüllen. Das heißt, ich hole mir dann irgendwann mal von irgendwo anders Wasser mit Wassereimern. Das ist also auch kein Problem innerhalb Terrarias. Und fülle das noch ein bisschen auf, damit der See ein bisschen voller wird, weil ich das, glaube ich, schicker fände. Also bis dahin. Ich laber hier die ganze Zeit rum. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Vielleicht habt ihr eine schöne Idee für diese Lehmziegelbude, die ich da gerade baue. Vielleicht fällt euch irgendetwas ein, wo ihr sagt, oh, das würde ich ganz gerne sehen oder das. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich das Ziegeldach lasse oder ob ich da draus vielleicht ein Holzdach mache, also sprich, dass die Ziegel wieder abreiße. Auch das, wenn ihr da eine Idee habt, könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich hatte jetzt gerade auch eine Idee, so ein kleines Türmchen noch oben draufsetzen, so links oder rechts versetzt. Naja, egal. Ich verliere mich. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr regelmäßig aktuell erfahrt, wenn neue Videos hochgeladen werden. Und es gibt ja eine ganze Reihe Let's Plays, die gerade laufen. Also von daher habt ihr viele, viele Möglichkeiten, euch zu informieren, ob mit Terraria, Starbound und Borderlands 2 frisch gestartet. Und natürlich auch den Spielen, die schon ein bisschen länger da sind. Seven Days to Die für die Fans dieser Let's Plays, da baue ich gerade eine größere Sache und wenn die, sagen wir mal, in einem zeigbaren Zustand ist, und das wird noch eine Weile dauern, glaube ich, werde ich euch das mal vorführen und dann natürlich auch ein bisschen erklären und zeigen, und das wird wahrscheinlich mehrere Videos füllen, weil das wird ein größeres Projekt. Aber ich habe keine Lust, euch jetzt da immer wieder so Teaser zu zeigen und dann es wieder neu zu verändern und dann doch nochmal ganz zu machen, sondern ich zeige es euch erst, wenn es fertig ist oder sagen wir mal, soweit fertig ist, dass es zeigbar ist. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.